Hallo, heute mal eine ganz andere Art von Video, ein Unboxing-Video. Ihr seht schon, worum es geht. Das habe ich mir bestellt, ist heute angekommen. Ich habe unten das Siegel auch schon aufgemacht. Und ja, schauen wir mal, was drin ist. Ja, erstmal rum. Alles schön verpackt. Kleine Karte, wer das notiert hat und zusammengestellt hat, das Paket. Dann Datenblatt von dem Auto. Das ist in diesem Fall die Silver V8 Sport Edition. Hier haben wir so ein paar Plättchen, um die man dann rumdriften kann. Und das wird sehr wahrscheinlich das Auto sein. Ein stabiler Karton mit so leichten Carbon-Look. Und ja, mal reingucken. Da ist das gute Stück. Mal rausholen. So, sitzt schön fest drin, kann nicht rutschen, gut gepolstert. Ja, Gehäuse ist aus Kunststoff, fasst sich aber soweit gut an. Ja, Räder hier unten sind nur der Optik wegen. Ja, das eigentliche Fahren und Driften findet hier in der Mitte mit der Achse statt. Ja, macht erstmal so einen stabilen Eindruck. Ja, die Aufhängung hier ein bisschen filigran vielleicht, aber ja, schauen wir mal. Design vom Auto ist jetzt natürlich immer Geschmackssache. Finde es jetzt nicht schlecht. Was haben wir noch drin? Schauen wir mal. Da haben wir hier Ladekabel und einen Schraubenzieher. Mit dem kann man dann das Auto ausrichten, dass es gerade steht, beziehungsweise kann es öffnen, um es zu reinigen. Ja, was haben wir noch? Eine Anleitung. Karton weg. Anleitung. Da steht dann drin, wie man es öffnen muss, wie es funktioniert in verschiedenen Sprachen. Ah, hier sieht man auch mal die verschiedenen Modelle, die es gibt. Hier ist ein Stück mit Aufklebern. Da kann man dann sein Auto ein bisschen selbst verzieren. Garantiezettel und ja, die üblichen Auflistungen für Fehlerbehebung und kleine Kurzeinleitung, wie man das Ding aktiviert. Ja, ich würde sagen, ich lade den Wagen jetzt erstmal auf und dann melde ich mich wieder und wir schauen mal, wie sich das Auto fährt. So, der Wagen ist geladen. Ausgerichtet ist er eigentlich. Die App habe ich auch schon installiert und gestartet. Jetzt müssen wir nur noch den Wagen koppeln. Das heißt, wir klicken hier rauf. Jetzt müssen wir den Wagen einschalten. Bisschen zurückhalten, dann initialisiert er sich. Und dann kommt auch schon die MAC-Adresse, draufklicken und schon ist man verbunden und man sieht hier auch die Daten von dem Auto, wie auf dem kleinen Kärtchen was beiliegt. Wir haben hier so ein paar Einstellmöglichkeiten. Ich habe hier schon mir das mal so ein bisschen angeguckt, einfach mal ein paar Sachen eingestellt. Ich muss mich damit auch noch ein bisschen genauer befassen. Wie das im Einzelnen ist, was das alles für Einstellungen bedeutet, das von Lautstärke, Sprache über Driftassistent, Schwierigkeitsgrad, Beschaffenheit der Strecke etc. Ja, Tuning ist eigentlich nicht wirklich möglich, weil wir haben hier nur die Sport Edition. Damit gibt es nur das Basic Setup. Man könnte mit dem Gymkhana könnte man dann auch verschiedene Motoren einbauen und den auch tunen.
Allerdings ist das hier eben mit der Version nicht möglich. Man kann aber jederzeit upgraden. Ja, dann würde ich sagen, ups, ne, falsch geklickt. Gehen wir mal, geht's zurück dahin zum Fahren. Jetzt müssen wir die nochmal initialisieren. So. Schauen wir mal. Na, will er nicht? Hat er den noch nicht gefunden? Jetzt. Okay, jetzt müsste er ihn aber gefunden haben. Na? So, der hat ihn jetzt gefunden. Starten wir. Und das hier kann man auch Licht einschalten, ausschalten. Wenn man bremst, gehen hinten die Bremsleuchten an. Der Bildschirm ist im Übrigen dreigeteilt. Wir haben hier einmal die Bremse, wie man auch hier sehen kann. Hier ist Handbremse und hier ist Gas. Das Geräusch selbst kommt aus dem Handy, nicht aus dem Auto selbst. Und ja, es fährt, Rückwärtsgang gibt es auch, wenn man hier rauf drückt. Man sieht jetzt hier natürlich auch, dass dadurch, dass die Achsen, die man Vorderachse, Hinterachse sieht, dass die nur Verzierung sind und ein bisschen so ein optisches Gimmick ist, wenn man rückwärts fährt, dass also die Räder nicht gerade bleiben, sondern sich verdrehen. Aber ja. Sieht zumindest recht, sonst recht realistisch aus. Wie der Wagen einnickt und so. Ja. Ich stoppe jetzt mal ab, denn ich habe hier ein Zeichen gesehen, dass ein Update verfügbar ist. Und ja, werden wir das Ganze mal updaten und dann bauen wir und ein bisschen was frei und dann fahre ich auch mal auf dem Boden, denn der Tisch ist doch etwas knapp bemessen. So, ich habe jetzt ein bisschen unten aufgeräumt, ein Update installiert und ja, schauen wir mal. Ja, also die Steuerung ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Das heißt, ich muss noch eine Weile üben, bis es perfekt läuft. Aber ja, ganz witzige Sache. Gut, das war's erstmal. Und ja, wenn ich das irgendwann besser beherrsche, dann vielleicht nochmal ein kleines Video über den Drift selbst. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.